Stimmt, ein Fußballnachmittag zum Genießen, ob's für den FC Homburg einer werden sollte, musste sich erst noch rausstellen. Die Elf mit dem großen Herzen lief auf. Gestrichen aus dem Kader wurden Diane, Tiku, Kajas und Dudek. Konsequenzen des Trainers, die irgendwo zu erwarten waren. Die Vorrundenbegegnung endete 4:1 für Homburg, aber das liegt lange zurück. Die Grün-Weißen befinden sich in einer Talsohle. In den Knochen und Köpfen immer noch die 2:1 Niederlage in Teveren und hier das 1:0 ganz locker gemacht von Melunovic nach 9 Minuten. Von Kämpferherzen und Abwehrstrategie war nichts zu sehen. Natürlich ein gelungener Auftakt für den Tabellenfünften. Dann Einwurf Trier, gewurschtel, gewurschtel, gewurschtel und nochmals gewurschtel. Wieder war es Melunovic, der nach 25 Minuten schon für eine kleine Vorentscheidung sorgte. Natürlich war die Begeisterung im Moselstadion groß. Nach wie vor haben die Moselaner ja auch Tabellenrang 2 noch im Visier. Von Homburg war so gut wie nichts zu sehen. Behrens traf in der 45. Minute das Außennetz. Dann war Halbzeit, Uli Sude, der Trainer. Ja, im Grunde genommen, was wollen Sie dieser Mannschaft sagen? Wir haben ein kleines Herz gehabt, jetzt will ich ein größeres Herz sehen. Mehr können Sie dazu nicht sagen. Homburg spielte im zweiten Durchgang besser. Die erste Torchance hatten aber wieder die Gastgeber. Die wirbelten den direkten Weg zum Tor suchten. Abwehrschwächen auch hier erkennbar. Diesmal blieb Behrens gegen Eich nur zweiter Sieger. Danach bestimmte aber die Crew aus dem Saarland das Geschehen. Sie drückte aufs Tempo. Jetzt stimmte die Moral und die Einstellung. Sarpay mit viel, viel Laufarbeit. Dann Arvelaze. George Muyeme mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. Würde das Spiel jetzt noch kippen? Das war die Frage. Dann aber liefen die allerletzten Sekunden der Begegnung. Entlastungsangriff der Platzherren. Foul von Eich an Mucka. Klare Sache, Strafstoß. Wird er reingehen oder nicht? Das war hier die Frage. Ramadani ließ sich diese Chance nicht nehmen. Diesmal hatte Eich das Nachsehen. Das 3:1 für Eintracht Trier zum Endstand. Homburg hatte schon wieder verloren, zeigte zumindest im zweiten Durchgang gute Ansätze. Der Ergebnis.